Für viele Menschen ist der Augenblick des Todes zum Gegenstand unüberwindlicher Furcht geworden. Sie bangen davor und schrecken vor jedem Gedanken daran zurück. Und es ist dies immer ein Zeichen mangelnder Seelenreife. Unbewusst empfindet die Seele ihren mangelhaften Zustand und erkennt auch den Leibestod als Ende ihrer Erdenlaufbahn. Sie empfindet es instinktiv, dass sie das Erdeleben nicht recht ausgenutzt hat, und daher ist den Menschen der Gedanke an den Tod etwas Schreckhaftes. Und es beunruhigt ihn die Ungewissheit nach dem Tod. Er ist voller Zweifel über ein Fortleben, jedoch auch wieder nicht gänzlich überzeugt davon, dass das Leben endgültig beschlossen ist. Und eben diese Ungewissheit über das Nachher ist es, was den Menschen bangen lässt vor der Stunde des Abscheidens von dieser Welt. Je reifer der Mensch ist, desto weniger berührt ihn der Gedanke an den Tod, und das hat seine Begründung in der Erkenntnis, dass das eigentliche Leben erst nach dem leiblichen Tod beginnt. Das Erdeleben leichten Herzens hingeben zu können, ist Vorbedingung für das Eingehen in Reich des Lichtes, denn es hängt der Mensch dann nicht mehr an irdischem Gut. Er hat die Materie überwunden. Alles, was der Mensch auf Erden zurücklässt, ist irdisches Gut. Und das soll nicht mehr begehrt, sondern gern und freudig aufgegeben werden. Alles, was der Mensch lieb hat auf Erden, muss er hingeben können, leichten Herzens. Dann ist sein Scheiden vor der Welt leicht. Nichts soll sein, woran der Mensch sein Herz hängt. Ansonsten sein Lösen von der Erde immer ein Kampf wäre. Und darum muss jede Begierde frühzeitig überwunden werden, auf dass der Tod zu jeder Stunde an den Menschen herantreten und ihn niemals überraschen kann. Der Wille zu Gott ist gleichfalls bestimmend für das leibliche Ende des Menschen, denn wer zu Gott verlangt, der ist glücklich, so sein irdisches Leben beendet ist. Er ist geistig schon in jenen Sphären und sehnt nur noch die Stunde herbei, die ihn endgültig dahin bringt, wohin der Geist verlangt, wo seine wahre Heimat ist. Und es kann daher die Stunde des Todes wohl für den einen Angst und Schrecken bedeuten, dem anderen aber kann sie die Gewährung dessen sein, was der Mensch schon lange sich erträumt und erhofft hat. Sie ist für ihn die Stunde der Befreiung aus jeglicher Form. Sie bedeutet für ihn den Eingang in das ewige Reich, in die ewige Herrlichkeit. Und was der Mensch als Tod ansieht, kann für ihn der Eingang in das ewige Leben sein, wenn er das Erdeleben bewusst, das heißt mit Gott, gelebt hat und also reif ist für das Leben in der Ewigkeit. Er kann für ihn aber auch wirklich Tod bedeuten, und dann spürt dies die Seele und schreckt vor jenen Stunde zurück, die aber unweigerlich kommt, wenn die Zeit des Erdelebens, die Gott den Menschen gesetzt hat, vorüber ist. Und es soll daher jeder Mensch der Stunde seines Todes gedenken und im Hinblick darauf sein Erdeleben bewusst leben, das heißt, arbeiten an seiner Seele, dass sie jenen Reifegrad erlangt, der ein leichtes und schmerzloses Hinübergehen von der Erde in das ewige Reich gewährleistet. Amen.